Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 127.000 Berlinerinnen und Berliner können ihre Wohnung nicht mehr angemessen heizen. Und jetzt kommen noch die enorm hohen Heizkostennachzahlungen hinzu. Allein bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen sind 150.000 Haushalte betroffen. In 4.000 Fällen liegt die Heizkostennachzahlung sogar bei mehr als 1.500 Euro. Rechnen wir das auf den gesamten Berliner Wohnungsbestand hoch, was wohl zulässig ist, können wir also von 20.000 bis 25.000 wirklich sehr hohen Heizkostennachzahlungen in Berlin ausgehen. Wir sind der Auffassung, Wohnen und Wärme, das muss leistbar sein, und zwar für alle Menschen in dieser Stadt. Die durchschnittlichen Heizkosten haben sich jetzt innerhalb eines Jahres, also von 2021 auf 2022, auf einen Schlag verdoppelt. Die großen Lücken, die die Bundesregierung mit ihren Entlastungspaketen und der löchrigen Gaspreisbremse hinterlassen hat, die werden jetzt wirklich allzu deutlich. Und wir sind der Auffassung, die Mieterinnen und Mieter in Berlin dürfen jetzt nicht die schlechte Energiepolitik der Bundesregierung ausbaden. Der Senat steht in der Verantwortung, hier zu helfen. Und deswegen schlagen wir vor, wir wollen einen Heizkostenfonds auf den Weg bringen, damit niemand in Berlin seine Wohnung verliert oder im Kalten sitzt. Das bedeutet, wer jetzt eine Heizkostennachzahlung hat, die höher liegt als eine monatliche Netto-Kaltmiete, soll dafür eine Unterstützung vom Land Berlin bekommen, die auch nicht zurückgezahlt werden muss. Wir wollen einen Heizkostenfonds, der schnell, unbürokratisch und all denjenigen hilft, die ihn brauchen. Und für die landeseigenen Wohnungsunternehmen schlagen wir vor, dass wir erstens jetzt die Sicherheit geben müssen mit einem Kündigungsmoratorium. Und wir müssen erreichen, dass niemand mehr als 33% des Einkommens für die Brutto-Warmmiete und nicht wie bisher geregelt für die Netto-Kaltmiete ausgeben muss. Weil wir ja gerade erleben, dass die Heizkosten dafür sorgen, dass die Betriebskosten wirklich die zweite Miete werden. Und deswegen reicht es nicht, wenn dieses Leistbarkeitsversprechen bei den landeseigenen Unternehmen allein auf die Netto-Kaltmiete ausgerichtet ist. Aber wir müssen auch breiter denken. Wir müssen natürlich an die Bundesregierung adressieren, dass wir die Energiepreise deckeln und senken müssen. Aber wir müssen auch in Berlin mehr Druck machen beim Tempo für den klimagerechten und sozialen Umbau der Energie- und Wärmeversorgung. Und wir brauchen eine bessere und effizientere und sozialere energetische Sanierung. Und auch da werden wir als Linke Ihnen ein Konzept vorstellen für Modernisierung ohne Mieterhöhung, weil der Senat einfach auch in diesem Bereich leider kein Konzept hat. So, wir dürfen auch die Ampel weiterhin nicht aus der Verantwortung entlassen, die gerade ja erst die Fristen für Bürgergeldanträge, die man stellen kann bei sehr hohen Heizkostennachzahlungen, von 3 auf 1 Monat verkürzt hat. Das kommt einfach so. Für viele Mieterinnen und Mieter ist das einfach ein zu kurzer Zeitraum. Deswegen braucht es eine unterstützende Hilfe, eine zusätzliche ergänzende Hilfe vom Land Berlin. Also bekanntlich ist das wärmste Jäckchen ja das Konjäckchen, wie CDU und SPD spätestens seit ihrer Fraktionsklausur auch wissen. Aber das kann ja allein noch kein Konzept gegen hohe Heizkosten sein. Herr Gebler, Sie saßen vergangenen Freitag ja mit den großen Wohnungsunternehmen beim Wohnungsbündnis zusammen. Ich frage Sie, was ist denn da jetzt rausgekommen? Können sich Mieterinnen und Mieter auf irgendwelche Zusagen verlassen? Können Sie sich einklagen? Wer kontrolliert das? Sie hätten doch immerhin erreichen müssen, dass die Abrechnungen und Belege transparent offengelegt werden müssen. Wir wissen doch, dass Deutsche Wohnen, Vonovia und Adler hier an einer Tour tricksen. Damit wäre den Mieterinnen und Mietern jedenfalls mehr geholfen als mit irgendwelchen schneller Bauengesetzen. Aber zur Krönung kommen ja dann Heiztipps von Ihnen. Der Bausenator hat erklärt, die Menschen seien ja praktisch selbst schuld, die hätten ja ihre Betriebskostenvorauszahlungen einfach anheben können. Drei Dinge dazu. Erstens, viele haben das gemacht. Zweitens, viele konnten das gar nicht tun, weil sie einfach nicht genug Geld übrig hatten, um jetzt einfach mal noch viel mehr Geld übrig zu haben. Und drittens, der entscheidende Punkt, wer jetzt eine Heizkostennachzahlung hat in Höhe von 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Euro oder teilweise liegt ja noch höher, der kann diese hohen Kosten nicht durch einen einfach erhöhten Verbrauch verursacht haben. Das hat einfach strukturelle Gründe und wir dürfen nicht die Mieterinnen und Mieter hier an dieser Stelle wirklich damit alleine lassen. Aber das machen Sie tatsächlich. Und deswegen ist es einfach abgehoben, so zu tun, als wenn die Menschen jetzt an dieser Situation selbst schuld sind. Und ich möchte einfach auch noch mal deutlich sagen, die Mieterinnen und Mieter in unserer Stadt, die stehen nicht morgens auf und fragen sich als erstes, wann endlich der Zaun in den Görlitzer Park fertig ist. Die wollen ihre Heizkosten bezahlen können, die wollen ihre Miete bezahlen können, aber da sind sie leider wirklich ein kompletter Totalausfall. Kümmern Sie sich endlich um die realen Probleme in unserer Stadt und hören Sie auf mit diesen Scheindebatten, die Sie hier nach und nach tatsächlich uns anbieten. Als vor einem Jahr die Energiepreise stark angestiegen sind, hat unsere Sozialsenatorin Katja Kipping schnell reagiert und einen Härtefall vor Energieschulden eingeführt. Hunderte Haushalte konnten damit erfolgreich für Strom- und Gassperren bewahrt werden. Und ja, es ist ihm nicht egal, wer regiert, denn ich verspreche Ihnen, wäre die Linke heute Teil der Regierung, dann würden wir jetzt so einen solchen Heizkostenfonds einführen, der Mieterinnen und Mieter mit sehr hohen Heizkostennachzahlungen unterstützt. Aber wissen Sie, das ist vielleicht der Unterschied.
Die Linke rettet den Leuten die Wohnung. Die CDU verschleudert lieber Millionen Euro an Steuergeldern für eine Eigentumsförderung für die Oberschicht, die wirklich kein Mensch braucht. Eine dermaßen unfähige Regierung hat Berlin wirklich nicht verdient.